Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Harvest Moon auf Wanderverlauf. So, letzte Folge haben wir vielleicht ein bisschen unsere Tierchen im Regen stehen lassen, ohne dass ich das gemerkt habe. Ich hoffe, sie werden es überleben. Ich hoffe jetzt nicht, dass irgendwas erkrankt ist und ja, ich hoffe, es ist einfach mal aufs Beste, weil im Moment steht überall gut dran und als ich in die Mine gegangen bin, um 1 war das ungefähr, hat es noch nicht geregnet. Dann habe ich Regengeräusche um kurz vor 5 gehört und bin ich raus, da hat es aber nicht mehr geregnet. Also keine Ahnung. So, 460, das reicht leider nicht ganz. Um 21. Oh Gott, hätte ich halt nur 2 Beifuß oder so verkauft. So, der Takura ist hier unterwegs. Dann schaue ich jetzt mal ganz kurz zur Muffy, ob bei der auch ein Herzchen fehlt, wie bei Celia. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich das Herz-Event war mit Celia das letzte, mit Muffy das letzte Mal, was das letzte Herz von Celia verkault hat. So, schauen wir mal. Nee, mit ihr sind wir. Ja, ich glaube wirklich, dass es daran lag. Ja, irgendwann wird das schon wieder werden. Also ich denke, die braucht jetzt nicht so viel. So, ich denke aber nicht, dass Nami gerade zu Hause sein wird, weil bei der würde ich mal gerne ins Tagebuch schauen und schauen, was so abgeht. Ist Tim. Danke fürs Kommen. So, was gibt's bei Ruby? Können wir auch mal Hallo sagen. Hier liegen auch ein Haufen Rezepte hier in der Küche rum, wie auch bei anderen Dorfbewohnern, aber wie gesagt, ich bin nicht so an Kochen interessiert. So, dann schauen wir mal rein, ob sie da ist. Ah, kann nicht einfach das Bild der ihr Tagebuch sein? Das würde so viel helfen. Ich hätte so viel weniger Probleme. Ja, jetzt mache ich mir gerade eher Sorgen um meine Küchen, dass sie krank werden. Was Nami da ist. Rock. Ja. Der Typ ist eh, der wirkt so, als wenn er in der Sekte wäre. Takura steht. Komm, wir angeln mal wieder eine Runde. Wir haben schon so lange nicht mehr geangelt. Die könnten wir doch mal wieder eine Runde angeln hier. Stellen wir uns da mal hin und schauen mal, ob wir was erwischen. Ich glaube eher weniger. Als Nelsie waren ja 30 wert, das war besser als gar nichts. So. Okay. Spamme den Knopf, ich spamme den Knopf, ich spamme den Knopf. Alter, der wehrt sich ganz schön. Ich glaube, wir verlieren ihn. Spamme den Knopf. Ein Rainbob. Cool. Angeln wir noch einen, komm. Wir haben heute nichts anderes mehr vor. Können wir eine Runde angeln? Vor allem, wir haben jetzt keine Felder mehr zu bewirten. Dann können wir angeln. Ich glaube, Rainbob, die war nicht mal so unterbezahlt. Also, ihr ging zumindest voll schwer zum Angeln. Also, warum sollte dann so billig sein? So, ja, und dass wir morgen das mit Celia wieder hinbekommen, das wird schon wieder. Ich werde uns schon wieder zu Füßen liegen. Morgen ist auch der letzte Sommertag. Wow. Der ist instant weg gewesen. Das war auch ganz interessant. Ja, komm, geh mal pennen. Da oben ist der alte Opa, den können wir sein lassen. Okay. Ich weiß gar nicht, ist der Apfelbaum jetzt ausgewachsen? Weil der sollte ja morgen, sollte man da ja was machen können. Habe ich dann noch irgendwie Milch, was ich verkaufen muss? Das ist ja Rainbob. Ich hoffe wirklich, dass der mir hier Geld bringt. Okay, er scheint noch nicht ganz ausgewachsen zu sein, aber er hat ja noch einen Tag. Mal schauen. Und Äpfel sind halt dann auch. Da gibt es halt viele und die sind. Oh, es hat wirklich geregnet. Ja, ich habe es ja eh schon gesehen. Ja, ich habe einen schlechten Tag, ich merk's. So, schlaf mal, ja.
So, das war dann der 9. Tag des Sommers und nun beginnt der letzte Tag des Sommers, der 10. Sommertag. Yay! So, es wird bewölkt werden. Heute ist ein normaler Tag, ja. Sollen wir dann noch? Okay, es wird sonnig werden. Heute ist ein normaler Tag, passt. Also, wir können unsere Tiere rauslassen. Hat zwar gestern auch gesagt, aber wer weiß. So, dann nehmen wir mal das. So. Gießen müssen wir nicht. Blumen sammeln müssen wir auch nicht. Das heißt, wir können schauen, was wir heute machen. Ja, schauen wir mal, ob wir noch irgendein Dorfbewohner so um 4 Uhr nachts sind, die ja teilweise noch ein bisschen aktiv. Oder irgendeinen antreffen. Wenn nicht, sammeln wir ein bisschen Königsfarn ein. Blaue Badeschild heute noch. Dann gehen wir mal nach oben zur Romana und schauen, ob da vielleicht was Schönes wächst. Ab morgen beginnt hier dann auch die Pilzsaison. Da werden wir hier sehr viele Pilze haben, die wir sammeln können und das wird übelst nice werden. Und die halt auch viel Kohle bringen. Und wie gesagt, im Herbst werde ich mein Königsfarn und mein Beifuß essen, weil das andere Ding einfach zu wertvoll ist, verspeist zu werden. Weil da gibt es wirklich Pilze, die, glaube ich, teilweise 100 bringen. 100 ist eine Menge. Und ja, und auf jeden Fall, da wird hier gesnackt, was man vor einem halben Jahr gezupft hat. So. Also ich kann ja noch verstehen, dass es irgendwie so 3 Tage lang lagern würde oder so, aber ein halbes Jahr ist mutig. Es erinnert mich gerade irgendwie so an Geschichte zweier Städte. Habe ich mir geholt. Ist nur scheiße. Also grundsätzlich die Story und so ist echt nicht schlecht gemacht, aber irgendwie die Umsetzung ist so ein bisschen scheiße. Und dass man halt auch mit den Fangen von den Viechern und so, das ist halt alles nicht so geil jetzt gemacht. Das hätte ich auch eher Bock mit euch in Stream zu spielen, weil ich mich da eher durchringe, das durchzuspielen. Wird auch kommen. Gab's auch als DS-Spiel. Und ja, das werden wir dann einfach irgendwann mal spielen. So, unsere Kupen noch. Dann schauen wir mal, ob irgendwas Problem hat. Okay. Hier geht's gut. Okay, denen geht's auch gut. Lass Sanja, wie sieht's bei dir aus? Okay, du bist auch gesund. Hier steht auch nichts von. Wir sind krank? Nein. Sind alle gesund. Okay, Milka ist wach. Milka kann gemilkt werden. Ey, er hat mehr Milch abgezogen. Hat er sie länger gemacht? Nein. Ich dachte, ich hätte mitgekriegt, dass er so ein bisschen länger gezogen hätte. Könnt ihr die aufhören, fressen zu fressen? Ich weiß, ich habe einiges da, aber draußen ist eine wunderschöne Weide, wo ihr weiden könnt. Könnt ihr frisches Gras essen. So. Dann gehen wir mal runter zu Celia, würde ich fast sagen. Bringen wir Geld mit. So, einmal runter zu Celia. Dass wir der jetzt noch eine Blume schenken, dass sie hoffentlich gleich wieder bei 4 Herzen ist. Es tut mir voll leid, dass ich das so versaut habe mit ihr. Vor allem gestern wäre so der perfekte Moment gewesen, wo man das Event auslösen kann und dann sowas so, oh, ich habe nur 3 Herzen mehr. Man kann es seine Frau übrigens auch, man kann sie scheiden lassen. Es gibt übrigens auch noch die Option, wogegen wir vielleicht was tun sollten. So, die anderen sind da. Hi. Es tut mir leid. Es tut mir leid, sie dir unglücklich gemacht zu haben. Hi, willkommen. Nee, ich brauche nichts. Nein, komm wieder jederzeit. Okay, wir sind 3 Herzen. Und jetzt sind wir 4 Herzen. Dann gehört's dir.
Echt, ich stehe in deiner Schuld, ja, dass du wieder ein Herzchen mehr bei mir hast. Warum? Müssen die noch heiraten? Wenn Muffi jetzt absacken würde, das würde mir am Arsch vorbeigehen, aber sie... Okay, cool, dann würde ich mal fast sagen, gehen wir in die Mine brauchen, um die Uhrzeit noch nicht zu gehen. Puh, was können wir um die Uhrzeit noch machen? Schauen, dass wir Nami erwischen? Ja, Nami ist schon wach. Hm. Also Namis Aufstehzeiten sind auch besonders einfach. Vor allem, sie macht ja eh nichts. Sie rennt den ganzen Tag einfach nur dumm durch die Gegend und macht gar nichts. So. Ah, was? Guten Morgen. Ich hasse die Sommerhitze. Okay. Deswegen kriegst du eine Belohnung, weil du die Sommerhitze so hast und so eine menschliche Statue. Ist eins. So. Dann würde ich mal fast sagen, wir könnten angeln. Weiß auch nicht. Streichen wir es mal. Reden wir mal mit dem Po. Ist sie eigentlich dreckig? Nee, die gehört sich so, oder? Ich weiß es nicht, vielleicht ist sie auch dreckig. Wäre möglich. So, mein Apfelbaum. Das ist immer noch nicht fertig, wie es aussieht. Ja, gut. Ach, Hunger. Ja, Hunger kann ich gut bewältigen. Nämlich ganz viel Königsfarm. Und Beifuß. Sei glücklich damit. Dein Stängel, was du vor einem halben Jahr gepflückt hast. So. Dann will ich einfach mal hochschauen. Okay, Fester haut eher ab. Ja, ist mir nicht auch egal. Das mit Celia muss ich halt irgendwie auf die Kette bekommen. Okay, Marlin ist hier auch oben bei den Brustgrabungshaini. Die geht erst in 9.10 rein, aber ich kann ja so lange angeln. Das ist ja auch kein Problem. Wir haben ja hier zum Glück auch ein unendlich großes Inventar oder halt ziemlich groß einfach. Ich weiß nicht, ob es unendlich groß ist, aber ich glaube schon. Ja, was machst du hier? Hey, du gehst hoffentlich auch gleich nach da unten. So, ich nehme jetzt einfach mal meine Angel und versuche einen Fisch zu fangen. Vielleicht wird es hier was. Wer weiß. Ja. Okay, er hat angebissen. Ich hoffe, wir fangen ihn. Ich hoffe, es ist wieder so ein komischer Fisch, der übelst die Kohle hoffentlich bringt. Mal schauen. Ningamne. Ich glaube jetzt nicht, dass der krass ist. Geht der jetzt gerade rein? Nein, der geht in sein Zelt. Hey, wir haben ein neues Huhn. Komm schnell. Bitte, es ist weiblich. Bitte, es ist weiblich. Bitte, es ist weiblich. Bitte, es ist weiblich. Wir sollten einen Namen ausdenken. Ich denke mir einen guten Namen aus. Es ist schon... Was? Es ist ein... Ich habe keine Jungnamen mehr. Boah, was ist denn noch so ein Name, wo man so einen Huhn nennen kann? Dann ist das jetzt einfach Jörg. Ach, ich habe hier keine Sonderzeichen. Okay, wir müssen einen Namen ohne Sonderzeichen ausgeben. Auswählen. Was ist denn noch so ein Name, wo man sein Kind auf jeden Fall mal nicht nennt? Sören, nein, das ist auch wieder mit einem Umlaut.
Das ist jetzt einfach Ron Weasley und der wird einfach gleich verkauft. So, lass uns Freunde sein. So, okay, ich würde einfach mal sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht bei Harvest Moon, A Wonderful Life. Bis dahin, tschüss.